Ich weiß jetzt nicht, wo lang, aber ich gehe mal der Masse hinterher. Hier kann man entweder zu diesem Park oder zu Taxi. Einige Leute tun sich das an und laufen. Es ist unheimlich steil. Benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, benim gibi
özlesen, benim gibi sevsen de. Und dort lang geht es zu Istiklal-Jatisse. Diese Moschee ist noch im Bau. Das ist eine neue Moschee. Was mir auch so aufgefallen ist, dass es hier unheimlich viele, Süßigkeiten liegen hat. Also Baklava und so weiter. Ist nicht unbedingt mein Fall. Aber guckt euch das mal an. So Röllchen aus Engelzahn nennt man das. Und innen drin sind Pistazien drin. Wo ihr aber unbedingt essen kommen müsst, ist, ich zeige euch das mal, das ist müsst ihr direkt hier am Anfang sein. Das. Also, ihr seht hier, Kapalı Çarşı zu. Hier ist es noch sehr, sehr schön und sehr voll. Hier geht noch die Post ab.
Also, wenn man shoppen möchte, morgens Kapalecharche und abends İstiklal Caddesi. 80 trilyon yılbaşı biletleri. Wo ist das? Mein Lieblingsladen. Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst ein Restaurant unbedingt probieren. Ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür sehr gut. Jetzt weiß ich, dass mit dem jetzt so ist.